Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wie komme ich durch diesen Raum? Das ist die Frage, die ich mich jetzt kümmern muss. Speichern und loslaufen. Ja, bis hierhin komme ich. Warte. Hier hinten kommt man auch durch, genau. Sieht gut aus. So, bis hierhin komme ich auf jeden Fall recht problemlos. Aber da ist das Problem. Ich muss diese Laserschranken ausschalten. Und dafür habe ich natürlich ein entsprechend kleines Zeitfenster mit den ganzen Wachen hier. Alle Mann bereit machen für die Entladung. Das wird, glaube ich, ein ziemliches Try and Error. Stufe 3, die kann ich überhaupt nicht ausschalten. Okay. Dass er das nicht gesehen hat. Die kann ich nicht ausschalten, okay? Da komme ich auch nicht durch. Ja. Wo führt mich der Weg hier hin? Ich bin immer da durchgegangen, deswegen gibt es es gibt bestimmt einen anderen Weg. Vielleicht gehe ich ihn sogar gerade. Oder das ist ein anderer Weg, der mich hierher geführt hätte. Ich glaube, letzteres ist der Fall. Nee, so nicht. Wo bin ich denn jetzt? Genau, jetzt bin ich hier oben. Hinterer Frachtraum. Aber ich habe eine Idee. Nein, warte. Ich glaube, das geht so nicht. Vielleicht. Mir ging halt ein bisschen die Option aus, deswegen versuche ich es, glaube ich, wirklich mal. Safe Point schnell laden. Das geht, glaube ich, einfacher. Ich versuche was. Ich muss das Ding irgendwie aufbekommen. Ich habe kein Auto-Hack-Werkzeug dabei. In anderen Worten, ich müsste es von Hand hacken. Oder halt, jetzt habe ich hier gespeichert, scheiße. Oder halt den Code finden. Ich weiß nicht, wo der Code ist. Vielleicht hat ihn einer von den Jungs hier dabei. Halte ich eigentlich auch für wahrscheinlich, aber ich werde jetzt nicht versuchen, die auszuschalten. Stattdessen laufe ich mal hier in dem Bereich ein bisschen rum. Okay. Was finden wir denn hier? Vielleicht finde ich hier irgendwo ein Auto-Hack-Werkzeug oder sogar den Code. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das hier in diesem kleinen Abschnitt versteckt hat, den wir jetzt auf der Karte haben. Weil der ist ja sehr abgekapselt. Vielleicht ist da ganz oben irgendwas. Deswegen laufen wir einfach mal hin. Mir fällt gerade nämlich wirklich nichts Besseres ein. Ich komme gar nicht nach oben. Nicht ohne Sprungbeine. Ja, großartig. Ich käme höchstens von oben runter. Oh, verdammt. Okay, dann bleibt mir jetzt nur eins über. Ich muss die Gegner da ausschalten und hoffen, dass einer von denen den Code hat. Ja, großartig. Und da ich halt immer noch nicht weiß, weil ich es immer noch nicht nachgelesen habe, ob ich sie jetzt betäuben darf mit einer Waffe oder nicht. Das sollte ich jetzt eigentlich gerade mal nachlesen. Habe jetzt aber gerade keine Lust auf die Aufnahme zu pausieren. Scheiße. Nee. Aber, oh, warte. Er hat's schon mal nicht. Das ist die wichtige Information. Er hat den Schlüssel nicht. Das ist doch nicht wahr. Wie komme ich da durch? Also ich kann scheinbar auch außen rumgehen, wenn ich denn... Ja, wieso hänge ich jetzt hier? Da habe ich gar nicht gespeichert. Ach, egal. Na, okay. Da komme ich auf keinen Fall rum, ich muss außen rumgehen. Verdammt! Ich weiß halt echt nicht, wie ich das machen soll. Oh, Moment. Ich bin doof. Ich hatte doch einen Code für Laserschranken bekommen. War das hier oder war es ein... Stopp. Halt, stopp. Genau. Gilt der auch hier? 4867? Muss ich jetzt mal ausprobieren, weil falls der gilt, ist es natürlich überhaupt kein Problem, da durchzukommen. Ich werde mal von Anfang an probieren, so ich habe gar nicht drauf geachtet. Was ist das? Okay, ich stehe hier gerade ein bisschen doof.
Nein. Das hat er mitbekommen. Okay, jetzt machen wir anders. Ich hätte gar nicht jetzt in diesen Raum laufen dürfen. Das war halt echt ein Fehler. Konnte ich aber leider nicht ahnen. Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass ich einen Code für Laser habe. Der potenziell natürlich auch für diese Schranke gilt. Ich habe mir eine saublöde Situation geschaffen, muss man auch mal dazu sagen. Was liegt denn da? Okay, ich habe nichts gesagt. 6834. Ich habe nichts gesagt. Er liegt einfach vor mir auf dem Boden und ich sehe ihn nicht. Das ist meine eigene Schuld. Offensichtlich, ne? So. Speichern. 6834. Was ist das? Verdammt, die Kamera. Kamera, geh weg. Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus. Wir kommen das mal auf. Nee, ich weiß nicht, ob der Alarm übernommen wird. Moment, Moment. Das geht auch unentdeckt. Da bin ich 100%ig sicher. Okay. Das war jetzt der falsche Moment. Der hat gerade hingeguckt. Das habe ich auch nicht bemerkt. Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn die mir einfach mal so ein Auto-Hack-Teil in die Hand gedrückt hätten. Aber nein. Wozu denn auch? Zack, da durch und weg bin ich. So. War doch gar nicht so schwer. Ich stelle mich halt nur zu doof an. Was? Okay, aber ich glaube, ich bin damit durch. Das dauert ganz schön lange und sowas müssen wir, glaube ich, noch öfters hier machen. So wird es nicht erkannt. Sie bewegen sich wie ein Geist, Bratan. Sehen wir zu, dass es so bleibt. Sie sind also ein Hacker. Es gibt da einen Wartungsschacht im Verlagerraum der Arts. Der Zugang ist eine Bodenplatte. Gehen Sie rein, folgen Sie den Kabeln und bringen Sie die Person da drin nicht um. Bis hierhin läuft es eigentlich echt gut, muss ich sagen. Ich sollte vielleicht das Spiel öfters so spielen, dass ich einfach für dich komplett durchschleiche. Ohne Skills. Naja, ich glaube, dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Aber hey, das ist echt interessant. So, jetzt wird es erst richtig interessant. Hier ist wieder die übliche Kamera, der kann man einfach ausweichen. Hier, genau, hier sind wieder Gegner. Und damit sind wir im zweiten Abschnitt. Wir sind runter vom Boot und haben eine große Halle, wie man sieht. Verladerampe 1, 2, 3. 3 ist noch auf jeden Fall tabu. Da müssen wir später erst rein. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon rein können. Ich glaube nicht. Genau, hier gibt es so eine Wartungsetage. Da gibt es auch was Interessantes. Da müssen wir sowieso noch hin. Da kriegen wir auch unsere Belohnung dafür, dass wir die Person gerettet haben in der Stasekapsel. 2 ist halt unser Anfang hier und unser Übergang auf jeden Fall. Und 1 müssen wir halt hin. Natürlich gibt es da auch einen oberen Bereich und noch einen Gang außenrum. Alter Schwede. Ja. Und jetzt wird es halt spannend, wie gut ich mich hier durchschleichen kann. Ich meine mich zu erinnern, dass hier teilweise Minen liegen, aber ich glaube, die werden erst später platziert. Ich glaube, da habe ich noch habe ich die Bewegungsfreiheit. Später muss ich dann echt aufpassen. Nee. So nicht.
So nicht. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, immer zu warten, bis die Gegner aussprechen, weil danach bewegen sie sich ja immer. Negativ. Über dieses Dock hätten wir ohnehin keinen Zugang. Nur höchste Sicherheitsstufe. Wenn du willst, musst du also außen rumgehen. Mann, ich lach mich tot. Schon wieder so ein Dock 3 Sicherheitsprotokoll. Aber diese Special Ops Arschlöcher dürfen rein, oder? Weiß nicht. Jetzt bewegen sie sich. Das speichere ich nochmal, damit ich mir den Dialog nicht immer wieder angeben, anhören muss. Angeben. Hm? Immer wieder geben und anhören. Angeben. Denn Dialoge geben an. Immer. So, ich Oh, die Kamera hat einen weiten Radius. Also, logisch, aber schlecht für mich. Was? Wieso hast du mich jetzt bemerkt? Du Sack. Okay, neuer Plan. Es gibt noch einen anderen Weg, von dem weiß ich, das sollte hier eigentlich ganz gut machbar sein. Hoffe ich, denke ich. Wir gehen komplett außenrum. Und bis hierhin, natürlich nicht nach oben, das wäre ein bisschen doof. Da. Ja, okay, hier kommt man durch. Das ist doch gut. So. Wobei. Nee, das ist glaube ich nicht hundertprozentig richtig, was ich gerade mache. Das erschwert den Schmuggel. Jetzt aber los, drehen wir unsere Runde. Und da ist wieder Laser, da komme ich nicht durch, aber das weiß ich, kann man super umgehen. Da bin ich mir absolut sicher, dass da vorne irgendwo ein Gang ist, wo ich durchkomme. Oder war der hier? Jedenfalls irgendwo an einer der Seiten. Müsste einer sein, wo ich durchkomme. Alter, wie hast du mich nicht gesehen? Egal. Ich verstehe diese KI halt echt nicht. Wenn es um Sichtradien geht. Ich wollte nur umhauen. Du hast nur eine Kiste gesehen. Ich bin Snake oder so. Ja. Ich habe die Bestellung nicht gesehen. Sehr gut. Mal, das ist so großartig. So kann man die nicht so richtig tanzen. Die Leute ist zu klein. Okay, ich versuche aber, glaube ich, wieder, dass ich hinter dem Typen herschleiche. Okay, du gehst weiter und du hast die richtige Position. Dumm, dumm, dumm. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Dankeschön. So. Ich nehme mal nicht an, dass er jetzt hier in den Gang einkommt. Nein. Er dreht sich um. Das hätte er aber sehen können. Oh, nix wie rein da. Wunderbar. Damit sind wir hier auch durch. Ich finde es so interessant. Ich weiß nicht mehr genau, was unser Kontaktmann da sonst sagt, aber ich bin mir sicher, dass die Dialoge anders sind. Er hat mich, glaube ich, sonst nicht als Geist bezeichnet. Was ist das denn, Boden? Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist erst später interessant. Also ich meine, sonst hat er mich nicht als Geist bezeichnet, weil ich halt die Gegner ausgeschaltet habe, durchaus. Dann liegt das jetzt wahrscheinlich wirklich daran, dass ich mich großteils durchschleiche und auch kaum Gegner betäube. Finde ich sehr interessant. So, die Tür sollte ich jetzt vielleicht nicht aufmachen. Der guckt mich da gerade an. Speichern, auf, raus. Die kann ich natürlich nicht bewegen, aber ich kann hier das einsacken, das ist ja auch was. Da hoch komme ich wahrscheinlich auch nicht. Das bedeutet, ich muss mal wieder den schwierigen Weg außen rum gehen.
Die Kiste. Uiuiui, nicht fallen lassen. Oh, auch wenn ich Kisten fallen lasse, habe ich immer Sorgen, dass die Gegner es bemerken könnten. Das ist ein Abzugmodul für. Ach ja. Ja, das ist ein. Das ist eine Sidequest, die ich vielleicht sogar gar nicht machen werde. Bin ich mir noch nicht sicher. Ui, verdammt, da ist ein Gegner. Also muss ich gucken. Ich werde vielleicht nochmal googeln, wo die Teile sind. Ob ich da einfach so gut rankomme, weiß ich nämlich nicht, wenn ich jetzt hier mich wirklich durchschleichen will. Man kann hier, ich meine, es sind drei Teile sammeln, dann kann man später einen Raketenwerfer bekommen. Aber halt auch nur, wenn ich diese drei Bauteile sammle. Ich meine zumindest, dass es drei sind, vielleicht sind es sogar mehr. Und das habe ich halt nicht vor, weil ich A, den Raketenwerfer nicht brauche und B, halt nicht weiß, ob ich diese Teile gut sammeln kann. Wieso hat der mich jetzt nicht gesehen am Ende des Raumes? Die sehen mich teilweise über die halbe Map, aber der jetzt natürlich nicht. Das Spiel wirkt manchmal ein bisschen inkonsistent, was die Aufmerksamkeit der Gegner trifft. Ich habe gerade eine saublöde Position mit dem Geschütz und dem Typen da oben. Ich kann natürlich oben rumgehen. An den Gegnern komme ich, glaube ich, da hinten runter und da muss ich ja hin. Da ist auch ein Gegner, den habe ich ganz so gar nicht gesehen. Verdammt, er kommt in die Richtung. Du gehst in die falsche Richtung, du Sack da oben. Okay, ich versuch's mal gerade oben rum. Okay, das Geschütz habe ich gesehen. Mist. Wo stehe ich jetzt genau hier? Ich gehe mal oben rum. Ui, wieso hast du mich jetzt nicht gesehen? Ich versuche es oben rum. Vielleicht schalte ich den Gegner aus. Aber auf jeden Fall muss ich mich dann nicht ums Geschütz kümmern. Den einen Gegner da. Auf den muss ich aufpassen. Vielleicht kann ich auch einfach an ihm vorbeigehen. Ja, gehen wir mal vorbei. Ich bin da jetzt mal wirklich vorsichtig, damit auch die Gegner auszuschalten. So, das ging doch gut. Speichern. Hier runter. Hier runter. Und das kriegt keiner mit. Nice. So muss das. Hier. Ups. Habe ich doch gesehen. Genau, da ist was. Simoni, ich bräuchte bald mal einen Händler. Ich glaube, es kommt auch relativ bald einer. Und hier runter. Und damit sind wir da, wo wir hin sollen. Das ist nah genug, Jensen. Sie stecken hinter allem? Ich sagte, das ist nah genug. Ich kann alles erklären, wenn Sie bleiben, wo Sie sind. Ablehnen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum stecken Sie nicht die Waffe weg? Dann können wir meinetwegen reden. Noch nicht. Bis jetzt haben Sie den Ball flach gehalten, aber das hier ist ein abgeschlossener Raum, ohne Zeugen, die Sie zurückhalten würden. Sie trauen mir nicht. Warum haben Sie mich befreit? Das war nicht meine Entscheidung. Ich glaube sogar, dass Sie uns beide töten werden, bevor das hier vorbei ist. Aber wenn wir Sie nicht befreit hätten, wer sollte dann Dr. Reed? Was wissen Sie über Megan? Ich weiß, dass der Name zu viele Alarmglocken ausgelöst hat, als ich ihn Ihrem Suchprofil hinzugefügt habe. Aber so fand ich heraus, wer Sie sind und warum Sie auf dem Schiff waren. Sie denken, Gartauer hat Sie entführt, richtig? Wollen Sie es etwa abstreiten? Ich wünschte, das könnte ich. Aber nach allem, was ich gesehen habe, sicher weiß ich nur, dass sie nicht hier ist. Nicht mehr. Was soll das denn bitte heißen? Nicht, was Sie denken. Hören Sie. Rifleman Bank Station unterstützt alle Belltower-Operationen in dieser Region. Reguläre und Special Ops. Vor 6 Monaten erhielt ich den Befehl, alle regulären Soldaten und Zivilisten von dem Flugfeld abzuziehen. Ein paar Minuten später sind 2 Black Hawks gelandet. Ich dachte, das hätte mit Australien zu tun. Vor allem, als sie abgedeckte Tragen ausluden. Wie viele? 5. Bewacht von schwer augmentierten Special Op-Agenten. Burke hat ihren Anführer begrüßt und dann sind sie alle im Internierungslager verschwunden. Da drin läuft irgendein schwarzes Projekt, Jensen. Etwas mit Gefangenen und Wissenschaftlern. Sie müssen rausfinden, was es ist. Mhm. Erzählen Sie mir mehr über die Wissenschaftler. Technisch gesehen bin ich für die Basis verantwortlich. Ich weiß also, wer ein- und ausgeht. Burke trifft sich ständig mit Ärzten und Wissenschaftlern. Mir sagt er, das wäre Teil seiner Verhörmethode. Haben Sie Namen? Keine verlässlichen.
Aber in Australien und Asien leben neuerdings ziemlich viele Does. Ich sehe nur nicht immer, wie sie abreißen. Und Sie denken Megan schon? Die Black Hawks sicher. Ohne die Tragen, aber diesmal mit 5 Stasekapseln. Warum ich Keitner? Das ist doch Ihr Name, oder? So hat Burke Sie auf dem Schiff genannt. Natanja Keitner, ja. Und ich brauche Sie, weil alle meine Bewegungen aufgezeichnet werden. Ich muss meine Tarnung wahren. Tarnung? Für wen arbeiten Sie? Vor einigen Monaten kam ein Agent von Interpol auf mich zu. Sie hatten Bell Tower schon länger auf dem Radar, konnten ihnen aber nie etwas beweisen. Was dieser Agent über die Basis hier sagte, hat mir die Augen geöffnet. Sie sehen also, Jensen, ich spiele tatsächlich guter Bulle, böser Bulle. Warum springt die Kamera die ganze Zeit hin und her? Dazu brauche ich erst mehr Informationen. Erzählen Sie mir von diesem schwarzen Projekt. Ich wünschte, ich könnte, aber es ist geheim. So geheim, dass bei BT niemand bereit ist, seine Existenz auch nur zu bestätigen. Aber Sie haben was gesehen. Nur die Ränder. Diese Station ist halb Basis, halb Militärgefängnis. Und jede Woche kommen neue Kriegsteilnehmer an. Laut Interpol stehen sie aber auf keiner Beobachtungsliste. Die meisten sind Zivilisten. Harmlose Zivilisten. Burke bringt sie in einen isolierten Flügel des Internierungslagers, wo sie verschwinden. Okay, was soll ich tun? Halten Sie kurz still. Was zum? Ganz ruhig. Ich kompiliere nur Ihr biometrisches Profil. Netzhautscan, Pulmonargefäßdarstellung, das Übliche. Sobald ich die Daten hochlade und Corporal Alan Tyler eine Sicherheitsfreigabe gebe, können Sie die Kontrollpunkte in diesem Sektor passieren. Nur in diesem Sektor? Warum das? Weil Sie ein Flüchtling sind, Jensen. Je weniger Raum ich Ihnen lasse, desto größer die Chance, dass es so bleibt. Ich kann Sie ins Internierungslager bringen, aber der Befragungstrakt ist ein Problem. Die Freigaben dafür erteilt nur Burke. Und ich sollte ihn vermutlich nicht um eine bitten. Wirklich, sehr witzig. Im zentralen Kommandoturm des Internierungslagers steht ein Sicherheitscomputer. Dort müssen Sie diese Kopie Ihrer Biometrie manuell hochladen. Melden Sie sich anschließend per Infolink. Haben Sie noch Fragen? Eine Sache wüsste ich noch gern über Sie und Burke. Ist der Rang höher als Sie? Eigentlich schon. Aber diese Station ist nur zum Teil ein Militärgefängnis. Und während er mit seiner Einheit das Internierungslager kontrolliert, befehlige ich die Basis selbst. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass Sie nur eine Meuterei anzetteln wollen. Bitte? Denken Sie, ich riskiere so viel, um... Hören Sie, Jensen. Burke ist ein sexistisches Arschloch. Und ja, er steht über mir. Er ist auch schon viel länger bei Bell Tower und hat entsprechende Beziehungen, die er benutzt, um mich, wo es geht, zu unterlaufen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir beide hier stehen. Hier werden Menschen verletzt. Unschuldige. Und wir müssen es öffentlich machen. Das könnte Bell Tower zerstören. Bell Tower hatte einmal Ehre. Sorgen wir dafür, dass es wieder eine hat. Ich könnte etwas mehr Equipment brauchen. Hat Corporal Tyler zufällig Zugang zur Waffenkammer? Sie sind immer noch ein Flüchtling. Halten Sie den Ball also lieber flach. Allerdings wäre da jemand, der Ihnen helfen könnte. Einer der Mechaniker hier, ein Zivilist namens Quinn, hat einen Nebenjob in der Beschaffung. Na wunderbar. Warum sollte ich ihm trauen? Weil ich es tue. Und weil er Burke nicht leiden kann. Er ist im Wartungsbereich der unteren Etage, in der Nähe des Aufzugs. Er kann Ihnen alles besorgen. Genau, und da muss ich auch hin. Mehr muss ich nicht wissen. Gut. Ich mache den Netzwerk-Upload von hier. Sie sind Alan Tyler, sobald Sie den Gefängniskontrollpunkt erreichen. Und passen Sie auf. Machen Sie nicht zu viel Wirbel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Geschütze mich deswegen trotzdem sehen dürfen. Also, ich kann hier natürlich nicht. Verdammt. Ach egal, ich bleib mal hier stehen. So, hier machen wir heute Feierabend und das nächste Mal Markierung. Moment, welche Markierung ist das? Genau, den Kontakt treffen. Der Mehrkippen, genau, wir sind Quinn. Wunderbar. Darum will ich mich auch beim nächsten Mal zuerst kümmern und danach gucken wir dann mal, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Bis dahin. Ciao.